Da sicherlich werden aus dem Buch die Abschnitte zu der Zuwanderung und Integration besonders intensiv diskutiert werden. Das hat ja schon angefangen. Das ist auch gut so. Es darf aber nicht zu einer unzulässigen Verengung des Blickwinkels führen. Erstens, keine wie immer geartete Zuwanderungspolitik kann das Kernproblem unserer Bevölkerungsentwicklung ausgleichen, dass jede Generation ein Drittel kleiner ist als die der vorhergehende und dass in dieser schrumpfenden Zahl der Anteil der Kinder mit bildungsferner Herkunft kontinuierlich steigt. Zweitens, Bildung ist sehr wichtig, aber wenn man meint, man könne dieses Problem allein oder auch nur hauptsächlich durch mehr Bildung lösen, dann macht man den Bildungsfetisch zu einer neuen Lebenslüge unserer Gesellschaft. Drittens, Migranten sind nicht gleich Migranten. Bei Einwanderern aus Osteuropa, Indien, China oder Vietnam gibt es kein Integrationsproblem, das länger als eine Generation dauert. Danach haben diese Migranten durchweg eine höhere Bildungsbeteiligung und bessere Arbeitsmarktintegration als die Deutschen. 10 bis 11 Millionen Migranten in Deutschland und deren Nachfahren haben spätestens in der zweiten Generation kein Integrationsproblem. Sie sind eine wirtschaftliche, kulturelle und der gesellschaftliche Bereicherung für Deutschland. Alle wesentlichen kulturellen und ökonomischen Integrationsprobleme konzentrieren sich auf die Gruppe der 5 bis 6 Millionen Migranten aus muslimischen Ländern. Hier muss der erfolgreiche Integration der bei uns Lebenden den absoluten Vorrang vor weiterer Zuwanderung haben. Auch in der zweiten und dritten Generation dieser Migranten sind Bildungsbeteiligung und Arbeitsmarktintegration dieser Gruppen weit vom Niveau der Deutschen und der übrigen Zuwanderer entfernt und von deren Nachkommen. Das sind Durchschnittswerte. Es gibt auch andere Migranten, auch in diesen Gruppen. Ich sage das, aber also Durchschnittswerte sind halt so. Bedenkliche Ansätze der schnell wachsenden, der Parallelgesellschaft sind erkennbar. Die haben auch ihre Ursachen. Nur 3% in der zweiten Generation der türkischen Migranten heiraten deutsche Partner, aber 70% der Russlanddeutschen tun dies. Für diese Probleme ist nach meiner Überzeugung nicht die ethnische Herkunft, sondern die Herkunft aus der islamischen Kultur verantwortlich. Diese prägt einen großen Teil der muslimischen Einwanderer, nicht alle, in einer Weise, die mit der Lebensweise und den kulturellen Werten der säkularen westlichen Gesellschaft kaum kompatibel ist. Sehr schön kann man dies beobachten in Großbritannien an den sehr unterschiedlichen Integrationserfolgen der Migranten aus Indien und aus Pakistan. Indien und der Pakistan waren ja mal eine britische Kolonie. Die Völker dort sind unterschiedlich, aber die Unterschiede beziehen sich von der Herkunft her nicht auf die Religion. Sie sprechen die gleiche Sprache, sie haben die gleiche Alltagskultur. Gleichwohl sieht man in England, dass Migranten aus Indien in englischen Schulen besser sind als britische Schüler, Migranten aus Pakistan dagegen schlechter, auch in der zweiten Generation. Und dies kann nur kulturelle Ursachen haben, die letztlich im Islam selbst begründet liegen. Die damit verbundenen Probleme belasten nicht nur Deutschland, sondern in ähnlicher Weise alle europäischen Länder mit einer nennenswerten islamischen Migrationsbevölkerung. Die ökonomischen und der kulturellen Integrationsprobleme mit Migranten aus islamischen Ländern bewirken, dass die ökonomische und gesellschaftliche Bilanz der Einwanderung aus diesen Ländern für die aufnehmenden europäischen Staaten per Saldo eindeutig negativ ist. Solange sich der kulturelle Einstellung der Zugewanderten nicht grundlegend ändert,
schafft Einwanderung aus diesen Ländern zusätzliche wirtschaftliche und soziale Probleme, anstatt die Lasten der demografischen Verschiebungen abzumildern. Das europäische bzw. das deutsche Sozialstaatsmodell ist daran nicht unschuldig. Die Grundsicherung in Deutschland bedeutet für Migranten, die beispielsweise aus der östlichen Türkei oder aus dem Libanon kommen, auch ohne Arbeit ein Familieneinkommen, das ein realistisch erziehbares Arbeitseinkommen in ihren Herkunftsländern weit in den Schatten stellt. Die wesentlich bessere Integration vergleichbarer Migrantengruppen in den USA im Vergleich dazu Europa wird auch dadurch bewirkt, dass dort Migranten entweder von ihrer Arbeit leben oder das Land wieder verlassen. Neuntens, die gute Konjunktur während der letzten Monate und die sich abzeichnenden Engpässe am Arbeitsmarkt haben in den vergangenen Wochen zum Aufleben einer hektischen und kurzatmigen Einwanderungsdiskussion geführt. Es ist schon paradox. Seit 45 Jahren nähert sich das von uns selbst verursachte demografische Loch mit der Präzision eines Uhrwerks und mit der Langsamkeit und Wucht eines Eisbergs. Und jetzt, wo dieser Eisberg in der Wirklichkeit des Arbeitsmarktes ankommt, sind alle erstaunt und werden hektisch. Der geburtenstärkste Jahrgang in Deutschland, das ist der Jahrgang 1965, ist heute 45 Jahre alt. Er ist auf dem Höhepunkt seiner Berufslaufbahn und seiner Gestaltungskraft, aber da nähert sich nun langsam dem Abstieg. Und wer soll später seine Aufgaben übernehmen? 1,45 Millionen, 45-Jährige gibt es in Deutschland, aber nur 950.000 20-Jährige und nur 650.000 Kinder im ersten Lebensjahr. Zehntens, Hektik führt aber nicht weiter. Nachdenken ist gefragt. Dabei sollte man zunächst aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Wer keine gute Bildung mitbringt, wer durch unser Transfersystem angezogen wird, wer große Zahlen abhängiger Familienangehöriger nach sich zieht, wer unsere Kultur ablehnt, der wird als der Zuwanderer, der langfristig, gesellschaftlich und finanziell mehr Kosten verursachen, als er der Gesellschaft bringt. Ich bin dafür, also da viel ist jetzt die Rede von einem der Punktesystem für Einwanderer, ähnlich wie in anderen Ländern. Ich bin dafür.